Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Let's Start Rome 2, Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und heute gucken wir uns eine Eröffnungsstrategie für die Fraktion Epirus an. Ich mache gar kein langes Vorgeschiss, ich rede ganz, ganz schnell, ihr habt es schon mitbekommen, wir haben heute keine Zeit. Es war so, es gab einige Zuschauer, die sich gewünscht haben, ich solle mal ein bisschen was zu schwierigen Fraktionen bei Rome 2 sagen. Habe ich gedacht, okay, gut, machen wir, ich gucke mir Epirus mal genau an. Und dann machen wir das doch jetzt einfach zusammen. Ich zeige euch, wie man sich am Anfang relativ gut gegen Athen und Sparta durchsetzen kann. Zumindest hoffe ich, dass ich euch das zeigen kann. Kleinere Fails sind nicht ausgeschlossen. Ihr merkt, wir haben keine Zeit. Nochmal, ich rede so schnell, mache ich sonst nicht. Ich will euch aber einfach ein paar Dinge auf jeden Fall mal gezeigt haben. Als allererstes versuchen wir ein Handelsabkommen mit den Makedonen zu bekommen. Okay. Eine ganz, ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Es gibt die Möglichkeit, dass die Makedonen am Anfang kein Handelsabkommen mit euch machen wollen. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Es gibt irgendeinen klitzekleinen Modifikator. Einen klitzekleinen Modifikator, der dafür sorgt, dass ihr am Anfang kein Handelsabkommen mit den Makedonen bekommt. Und dann solltet ihr neu starten, wenn das so ist. Jetzt werden einige sagen, oh, das ist ja aber ein bisschen lau. Ja, aber das Problem ist wirklich, mit den Makedonen bekämen wir sogar noch ein Handelsabkommen. Das ist sogar überhaupt noch möglich, das geht. Aber was ein bisschen gravierender ist, wir bekommen kein Handelsabkommen mit den ADI, wenn wir keins mit den Makedonen bekommen. Warum das so ist, weiß der Geier. Ich habe keine Ahnung und der Typ, da hält bitte die Klappe, der stammelt schon wieder so. Also, so sieht es normalerweise aus, so sollte es im Ideal verlaufen. Und das Problem ist halt wirklich, wenn ihr dieses Handelsabkommen mit den Makedonen am Anfang nicht kriegt, dann fehlt euch einfach auch ein bisschen Geld mit den ADI und ihr kriegt mit denen halt auch keins und das ist am Anfang nicht so günstig. Wie man darauf Einfluss nehmen kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann euch nur empfehlen, an der Stelle startet doch einfach nochmal neu. Wir bewegen unsere erste Armee hier hin. General Eusebius wird hier würdig unser Terrain verteidigen gegen die hinterlistigen Spartiaten und Spartaner. Als nächstes wird Pyrrhus ein aufgewertetes Hottehü bekommen und gibt alle seine Truppen an den Eusebius. Pyrrhus, unser Fraktionsanführer, wirklich ein hervorragender und in der Geschichte weit gerühmter General. Er hat gegen die Römer Krieg geführt und er hat den Römern so vernichtende Niederlagen beigefügt, dass die Römer wirklich richtig mit dem Rücken zur Wand standen. Das Problem für Pyrrhus war nur, dass diese Siege, die er errungen hat gegen die Römer, so verlustreich für ihn selbst waren, dass er gesagt haben soll, und das kann ich jetzt nur in eigenen Worten wiedergeben, wenn ich noch öfter gegen die Römer gewinne, dann verliere ich am Ende noch. Könnt ihr jetzt bei Wikiquotes nachgucken und so weiter und so fort. Alles geschenkt, ist klar. Ich will nur damit sagen, er hatte so hohe Verluste, dass er es sich nicht weiter leisten konnte, gegen die Römer zu kämpfen. Er ist wieder zurück nach Griechenland und hat dort weitergekämpft, war sogar auch dort militärisch erfolgreich. Ein wirklich hervorragender General, der ein ganz, ganz unrühmliches Ende gefunden hat. Er ist nämlich bei einer Straßenrevolte von einem Ziegelstein oder einer Dachziegel erschlagen worden. Und das hat dieser Mann einfach nicht verdient. Versuchen wir stattdessen einfach nur Epirus zu Ruhm und Ehren zu führen und draußen bei mir geht der Verkehr ab. Ja, ist ja normal. Also, wir rekrutieren 2 Pikiniere, einen Steinschleuderer. Brauchen wir am Anfang auf jeden Fall. Warum ausgerechnet diese Einheiten? Nun ja, wir brauchen Steinschleuderer, um uns gegen die KI-Fernkämpfer und gegen die Hopliten von denen durchzusetzen. Und wir brauchen Pikiniere, um Hopliten abblocken zu können. So weit, so schlecht. Unseren Agenten, beziehungsweise unsere Agentin, die ziehen wir hier runter. Die darf nämlich hier unten einmal diese Armee vergiften. Das klappt immer. Also es klappt immer, wenn ihr diese gleiche Startsituation habt wie ich, dann funktioniert es eigentlich immer nur, das sind dann immer unterschiedliche Einheiten, aber ist auch eigentlich relativ egal. Wir erforschen den organisierten Nachschub, wir brauchen nämlich ganz, ganz dringend einen Streiter. So, du hast ein Level gekriegt, da nehme ich in der Regel hier Antagonist, wegen den zusätzlichen Bewegungspunkten. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Am Anfang ist es relativ unsinnig. Wir sind dann auch eigentlich schon mit der ersten Runde fertig. Und ich glaube, das ist die schnellste erste Runde, die ich in meinem Leben gespielt habe. Aber unser Vorteil jetzt, die Spartaner werden sich zurückziehen und werden nicht sofort gegen uns vorrücken. Das ist nämlich sehr, sehr hilfreich für uns. Sie werden diese Armee hier vergiften und da werden sie auch erfolgreich mit sein. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Na, oh, scheinen sie doch nicht erfolgreich gewesen zu sein. Interessant auf jeden Fall. Gut, gut.
Es kann auch sein, dass die Spartaner ihren Agenten dann sofort unten in ihre Armee hier reinpacken. Tatsache, das haben sie nicht gemacht. Hin und wieder machen sie das. Okay. Was passiert als nächstes? Wir können es auf jeden Fall vergessen, mit unserer Agentin hier irgendwas zu unternehmen. Wird sie nicht schaffen. Wir gehen stattdessen... Also es ist in der zweiten Runde nicht möglich, mit Elektra irgendwas zu reißen. Es geht einfach nicht. Attentate habe ich nicht ausprobiert, aber Militärsabotage. Das funktioniert auf jeden Fall mal nicht. Ist auch relativ egal. Wir laufen mit Pyrrhus hier an die Grenze. Und wir rekrutieren noch zwei Einheiten. Nämlich diesmal zwei normale Hopliten und einen Steinschleuderer. Warum die Einheiten jetzt ausgerechnet? Die werden wir bei der Eroberung von Athen gebrauchen können. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder mit der nächsten Runde fertig. Ihr seht, wir können bauen. Wir bauen aber nur nichts. Das bringt uns überhaupt nichts. Momentan haben wir noch relativ wenig Verluste, beziehungsweise noch gar keine, es sei denn, jetzt kommt der Spion und attackiert uns. Ja, kommt und attackiert uns. Ich kann leider nicht hinscrollen, schade. Funktioniert nicht, egal. Sehen wir gleich. Na komm, zeig's mir. Und wir haben den organisierten Nachschub erforscht. Aha, da ist die Agentin der Spartaner. Plus 10 Erfolgschancen als Nachteil hat sie momentan. Das heißt, wir könnten sie jetzt attackieren. So, jetzt gibt's folgendes kleines Problem. Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten an der Stelle. Die erste ist, Athen bleibt noch in der Stadt stehen, so wie jetzt. Das ist die für uns ungünstigste Situation überhaupt. Es gibt noch eine andere Situation oder eine andere Möglichkeit, nämlich Athen steht mit zwei Truppen hier. Das ist die günstigste Situation für uns. In dem Fall macht man folgendes. Man nimmt den Agenten hier, die Agentin aus der Armee raus, sabotiert die erste Armee und zwar nicht Gepäck zerstören, sondern nochmal Vorräte vergiften. Es funktioniert so gut wie immer. Das wäre diese Armee hier, ne? Und geht danach hin, rekrutiert mit Pyrrhus. Achtung, genau mitschreiben, man rekrutiert mit Pyrrhus. 2 Söldner-Hopliten und eine Einheit Tureus-Speere und eine Einheit Tarantinische Söldner-Kavallerie. Dann greift man die zweite Armee an, die hier steht. Ich zeige nochmal kurz, wie die stehen. Also die erste Armee... Na komm, zeichne du Luder. Moment, also nochmal. Da steht die erste. Nee, nicht da. Da steht die erste, da steht die zweite. Erste Armee vergiften, das ist diese größere Armee hier, die steht normalerweise dann da, ja. Vorräte vergiften, ja, damit er nicht zur Verstärkung kommen kann, wenn ihr die zweite Armee angreift. Für die zweite Armee holt ihr die Truppen 1, 2, 3, 4. Das ist ein Haufen Geld, ich weiß, aber wird sich für euch auf jeden Fall lohnen. Greift dann damit die zweite Armee an, er wird auf jeden Fall den Kampf akzeptieren. Und dann könnt ihr hingehen, diese Armee, die jetzt momentan in der Stadt steht, ja, die Anmut des Greifen, die könnt ihr dann aufreiben, dann habt ihr etwas weniger Arbeit. Danach geht ihr hin, greift diese zweite Armee an, die mutigen Gefährten, ne, also die erste vernichtet ihr, danach greift ihr diese zweite Armee an und dann steht euch die Stadt offen, upsala, das war mein Kugelschreiber, und dann kommt ihr da super, super, super leicht rein. So ist es viel, viel schwieriger, aber es müsste auch funktionieren. Und zwar, es müsste funktionieren, wenn wir jetzt hingehen und diese Armee sabotieren. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, müssen wir jetzt hier Gepäck zerstören oder Vorräte vergiften machen? Sekunde bitte. Ich probiere das mal aus. Ich könnte jetzt sogar hingehen, da fällt mir gerade noch was anderes ein, der rekrutiert gerade keine Einheiten, ne? Das ist auch ein bisschen komisch. Wir könnten jetzt theoretisch sogar hingehen, die Agentin der Spartaner angreifen, wir könnten danach hingehen, dann also könnten diese Agentin attentäten, das dürfte auch funktionieren, und können nochmal eine Einheit, können nochmal eine Runde Truppen rekrutieren, das geht eigentlich auch. Das Problem ist halt, was machen wir dann? Dann wird Sparta eigentlich auch immer stärker. Das will ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Also machen wir es ein bisschen anders. Militärsabotage. Gepäck zerstören dann bei dir. Okay, das funktioniert. Das ist gut. Und du bist Level 3. Das ist ja noch schöner. Okay, fein. Du kommst jetzt hier nicht raus, ne? Super. Hat keine Bewegung, kann nickes machen.
Das heißt, wir können diese Armee attackieren. Die ist aber ziemlich, ziemlich stark momentan. Hat aber den Vorteil, dass die Garnisonsarmee rauskommen wird. Die ist, naja, jetzt auch nicht so wahnsinnig stark, aber sie ist auch nicht so schlecht. Also 10 Regimenter, 19 Regimenter insgesamt brauchen wir also mindestens auch. Wir haben hier aber nur 14. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir 15, dass wir noch 4 Regimenter nachrüsten. Das müssen dann Söldnerregimenter sein. Die sind natürlich entsprechend teuer. Wir brauchen vor allen Dingen viel Kavallerie. Also wir brauchen wirklich viel Kavallerie, garantiert. Und wir brauchen, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wie teuer wird denn die ganze Sache hier. 1936, das geht eigentlich noch. Das ist noch gar nicht so teuer. Ich bekäme sogar eine Einheit Bürgerkavallerie. Ich bin kurz davor, die zu kaufen. Bürgerkavallerie ist nämlich gar nicht so schlecht. Ich nehme nur eine Bürger... Nehme ich noch eine Einheit? Moment, ich muss mal ganz kurz hier die Werte nochmal vergleichen. Ach, sehe ich hier gar nicht, ne? Ist so doof. Ich nehme die Bürgerkavallerie mit. Dann habe ich noch 1100 Kröten übrig. 1100 Kröten langt auf jeden Fall noch für 2 Einheiten Thureus-Speere. Alles klar, anheuern. So, wir würden jetzt miese machen, aber keine Sorge, wir lösen gleich eine ganze Menge Truppen auf. Kann ich euch an der Stelle schon mal beruhigen. So, wir haben 8. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Müssen wir jetzt Athen den Krieg erklären. Ihr habt meinen Gruß und meine Aufmerksamkeit für die... Die Makedonen werden nicht mitmachen. Und jetzt kommt noch was, warum ihr unbedingt neu laden solltet. Wenn ihr nämlich jetzt Athen angreifen würdet, würden die Makedonen in den Krieg gegen euch mit einsteigen. Das wollt ihr natürlich nicht an der Stelle. Das heißt, ihr wärt also wirklich darauf dann angewiesen, das Standardvorgehen zu machen. Hier Truppen hoch, rekrutieren, rüber nach Sparta laufen, dann Knüppel, Knüppel aus dem Sack und dann Sparta langsam zusammenhauen. Es dauert aber relativ lange. Hier hätte man jetzt die Möglichkeit, eine schöne Rush-Taktik zu spielen. Müsst ihr dann also gucken, wie ihr das dann macht. Im Multiplayer will ich es dann natürlich halt nicht machen, aber wenn ihr weil ihr halt nicht einfach neuen laden könnt, ist ja atzlich, ist klar, ne? Aber wenn ihr sofort diesen Handelsvertrag mit den Makedonen machen könnt, dann spielt das auch im Multiplayer. Also es würde relativ gut funktionieren. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ja jetzt Krieg mit Athen. Jetzt zeigen wir nochmal gerade den Einflussbereich hier. Das heißt, ich muss einmal hierhin. Hierhin geht es sogar auch noch. Müssen hier genau gucken. Ich glaube, da geht's auch, ne? Ne, es geht nicht. Warum zeigst du mir das dann falsch an, du Pappnase? Jetzt aber. Ja, Tatsache. So, jetzt kriegen wir hier Unterstützungsarmee, ne? Ich mache hier keine Upgrades rein. Lohnt sich nicht. Aber zeigen wir mal gerade die Nahkampfwerte. 18, 24. Sehen wir, ja, doch, das ist schon ein bisschen besser, ne? Okay, es geht los. Wir sind eine krasse Außenseiter, aber eigentlich hat er keine Chance. Das Problem ist halt nur, auf sehr schwer, das ist die Schwierigkeitsstufe, auf der wir spielen, kriegt die KI halt so unrealistische Boni auf die Pikeniere. Aber es ist egal, wir versuchen es trotzdem. Wir hoffen jetzt natürlich, dass unsere Verstärkung rechtzeitig hinzukommt und so, und dann, ne... Ihr seht schon, er hat direkt mal eine Einheit Söldner rekrutiert. Die Athener scheuen keine Kosten und Mühen. Ist klar. Wetter ist super. Okay, wir stellen unsere Truppen hier drüben auf der Seite auf. Stopp, halt. Nee, warte mal. Wir haben recht viel Kavallerie am Start. Die stellen wir mal. Die Kavallerie können wir ruhig zentral aufstellen. Für alle, die sich jetzt fragen, warum kann der Günner so weit rauscrawlen, googelt einfach mal nach Rome 2 Debug Cam. Und da werden sie geholfen. Lauf du mal hier rüber. Ich will natürlich gern sehen, wo die Verstärkung der KI herkommen. Deswegen laufe ich auf die Seite, weil ich vermute, dass sie von da oder von da hinten kommen werden. Wir haben keine Eile. Wir haben nur wenig Fernkämpfer, das ist nicht gut. Aber deswegen haben wir viel Kavallerie dabei. Glaub mir, viel Kavallerie ist super. Oh, und wir haben sogar jemanden, der... Oh, der Pyrrhus, der kann sogar Kriegsschrei. Das ist ziemlich nice.
Okay. Aha. Stopp. Pause. Okay, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Steuerung. Alter, ist das krass. Das Spiel ärgert mich gerade. Okay, scheint es aber zu gehen. Jetzt muss ich halt blobben. Sau blöd, aber geht nicht anders. Okay. Mal Autofeuer aus. So, wir versuchen jetzt hier schnell die ganzen Fern... Das ist ja optimal. Hier, lang. Da, den da. Aber hallo, rückt ihr vor. Schnell. Sorry für das ganze doofe Geklickspamme, aber müsst ihr machen, sonst wird eure, sonst werden eure Einheiten da festhängen und sterben, ja? Okay, jetzt müsste man sie nur noch auswählen können. Greifst du nur an? Ne? Du tust nur so, ne? Komm, schneller. Wird gut. Das ist unser anderer General, der ist da hinten. Gut. Alles klar. Ne, okay, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Gröbsten raus. Wir haben ein paar Einheiten verloren, es ist nicht schlimm. Ihr seht, die Steinschleuderer halten das ohne Probleme gegen 4 Kavallerieeinheiten durch. Ist total normal, ne? Also kennt ihr wahrscheinlich. Wenn ihr selber schon mal Rome gespielt habt, dann wisst ihr, dass das normal ist, ne? Motivier dich selbst. So, nächstes Klick-Spam-Manöver. Ihr müsst da raus. Da geht's noch halbwegs. Du musst jetzt auch da raus. Ja. Eusebius wird vielleicht sterben, wenn wir Pech haben. Weil es ihm nicht gelungen ist, eine Einheit Fernkämpfer aufzureiben. Als schwere Kavallerie. Das ist so genial. Aber gut. Wie gesagt. Passiert. Alles ganz normal. Wir können dann jetzt stattdessen schon mal unsere Truppen ein bisschen hier rüberholen. Kommt her. Ihr wollt hier rüber. Ach tatsächlich, Eusebius, komm. Was machst du da? Eusebius, das ist Buggy. Ja, jetzt ist er tot, ne? Ah ne, General in der Nähe, aha. General in der Nähe. Kommt hier hin. Okay, gut. Ich glaube, sie haben es... Wir haben uns langsam wieder gefangen. Schön. Sehr schön. Gut, gut. Ihr seht, wir haben hier ordentlich Kills gemacht. 65, 47, 76, 68, 47. Also der Einsatz der Kavallerie hat sich definitiv gelohnt. Och, ne, komm, jetzt so ein doofer Hügelcamper. Okay, macht ein bisschen langsamer, Mädels. Oh, jetzt muss ich schon im ersten Part wahrscheinlich hier cutten und das alles ein bisschen zusammenschneiden, ne? Will die KI mich jetzt echt dazu nötigen will, hier über diese Hügelflanke zu kommen? Sicher? Oder hier über diese Hügelflanke? Ne, sie will, dass ich hier über diese Hügelflanke komme, ne? Okay, aber so viel Zeit haben wir. So viel Zeit muss sein. Dann lauf mal hier. Was hat er übrig? 51 und da hat er 90 behalten. Aber wir haben ihm die Speer... Das ist Mob, ne? Okay, gut. Puh, super. Wir haben ihm die Speerwerfer gekillt. Ich meine, er hat nämlich auch eine Einheit Speerträger dabei und die sind halt nicht so gesund für unsere Elefanten. Großer Nachteil, seine Hopliten kriegen alle einen Bonus gegen Elefanten.
ist da natürlich nicht so schön. Das heißt, wir können Elefanten momentan nur zum Einsetzen von sogenannten Hammer Strikes benutzen. Das heißt, wir laufen mit unserer Infanterie vorne dran, blocken seine Infanterie weg, rücken mit der Phalanx näher, greifen ihn an, rauschen mit den Elefanten von hinten in den Rücken. Jetzt sind Elefanten natürlich nicht die super wendigen Einheiten, die wir hier benutzen können, ne? Also insofern ist das jetzt nicht ganz so toll, aber es wird trotzdem hinhauen. Ich sag auch nochmal, wir haben hier insgesamt jetzt die ungünstigste von diesen zwei Startvarianten bekommen, von denen ich gesagt habe, dass man sie wählen kann. Ihr seht, hier liegen ein paar tote Hotte Hüs. Konnte das jetzt leider nicht so schön im Close-Up zeigen. Aber schaut da einfach mal, hier drüben haben wir echt richtig gewütet. Wir haben Plänkler in die Flucht geschlagen und das sollte man immer gegen die KI versuchen, denn auf sehr schwer schießt die KI mit den Steinen auch die schwerst gepanzerten Einheiten weg. Ups, Entschuldigung, da bin ich gerade ins Mikro gestoßen. Ist also für die KI überhaupt kein Problem. So, wir schauen hier nochmal rein, was hat er da? Das ist der Mob alles hier, ne? Ja. Und halt ganz, ganz viele Hopliten. Die werden gierig. Also da müssen wir schauen, dass wir hier dann über diesen Hügelkamm hier anrücken und dann könnten wir es ganz gut schaffen, beziehungsweise uns hier drüben mit unseren Fernkämpfern positionieren, vielleicht kriegen wir da was hin. Ich weiß es nicht genau. Also muss auch jetzt dazu sagen, ich war hier mit der tarantinischen Kavallerie im Nahkampf. Tarantinische Kavallerie ist keine regelrechte Nahkampfkavallerie, sondern in allererster Linie eine Fernkampfkavallerieeinheit, aber das geht hier noch halbwegs. Das geht gegen Plänkler, geht das noch halbwegs. Sie hat für eine Plänkelkavallerie hat die extrem gute Nahkampfwerte. Die Elefanten bitte etwas schneller. So, es kann also noch ein kleines Momentchen dauern. Ich werde an der Stelle einen kurzen Cut machen. Wir sind dann gleich wieder da. Okay, ich bin jetzt mit den Einheiten in Stellung gegangen und werde jetzt hier diesen Trupp ein klitzekleines bisschen bewegen. Nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen bewegen muss ich ihn. Und zwar, damit ich jetzt gleich hier möglichst gleichmäßig den Hügel hoch kann. Ihr seht das hier so in etwa, möchte ich gleich zum Stehen kommen, damit ich möglichst frontal auf ihn draufrücken kann. Die Kavallerie lasse ich einfach hier unten stehen. Das ist nicht das Wichtigste für mich, dass die hinter der normalen Schlachtreihe steht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die KI es sehr, sehr liebt, reguläre Kavallerieeinheiten zu verfolgen und auch insgesamt jegliche Art von Kavallerie zu verfolgen. Ach, weißt du was, machen wir ganz kurz die Phalanx wieder aus. Na komm, dann könnt ihr nämlich ein bisschen schneller laufen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, sonst dauert das ja noch 100 Jahre. Frisch, 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 alles klar. Jetzt bewegt er sich hier schon so ein bisschen. Ich glaube, er versucht jetzt hier meine Bewegung ein bisschen zu antizipieren. Ich will natürlich hier... Die Kavallerie bringt mir gar nichts, wenn ich sie nicht im Rücken von seinen Einheiten habe. Deswegen werde ich gleich versuchen, mit meiner Kavallerie seine Einheiten ein bisschen auseinanderzuziehen. Und ich will halt auf jeden Fall hier, auf diese Hügelkette hier will ich. Das Problem ist, ich habe selbst nur 3 Steinschleuderer am Start. Das ist nicht wirklich viel. Aber es müsste genügen, um seine Einheiten auszuschalten. Ja, der kriegt halt hier einen brutalen Vorteil, wenn der hier verteidigt. Ich muss dann in extrem ungünstigem Gelände kämpfen. Aber ich habe halt mehr Kavallerie als er. Er hat halt, glaube ich, gar keine Kavallerie, wenn ich da jetzt richtig aufgepasst habe. Ihr seht schon hier, der bildet jetzt so eine Noob-Box. Ja. Immerhin ist die Taktik jetzt mittlerweile schon bei der KI angekommen. Es ist schön, wenn man sie nicht mehr in Multiplayer-Gefechten sieht, aber dass man sie jetzt bei der KI sieht, ist nochmal... Das hat dann doch nochmal eine andere Qualität. Okay, wenn wir die Kavallerie ein bisschen näher ranbringen. Generell bitte auf die Seite, tarantinische Kavallerie hier rüber. Aha, seht ihr? Da bewegt er sich schon. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das ist echt nicht verkehrt. Ups, nee, bitte Phalanx. Das ist ganz okay. Sehr schön. Da oben ist ein General. Auserwählte Hopliten. Den müssen wir auf jeden Fall killen. Muss mit den Generälen ein bisschen aufpassen.
seht jetzt hier schon, die Steinschleuderer ziehen sich jetzt zurück. Und ab hier drüben angreifen. Sag mal, bist du bekloppt oder was? Ja, hau bitte ganz schnell ab. Oder da läuft schon mal. Genau, ich muss immer weiter Speere auf den Gen. Wow, nee. Also da seht ihr mal wieder Plänkler-Modus. Ein Treppenwitz der Total War-Geschichte. Ich hole die jetzt aus dem... Elefanten nicht bereit. Elefanten mal wieder deselected. So wie ganz häufig. Bitte weg da. Die stand von Anfang an zu unseren Gunsten. Hier attackieren. Kaff kommt zurück. Motivier mal die Elefanten. Den müssen wir gleich sandwichen. Das macht überhaupt nichts. Das sieht doch ganz passabel aus. Bitte hier mit denen auch angreifen. Geh du mal in die Pikenphalanx. Du stellst dich hier rüber. Wo ist der andere General? Der ist hier. Okay. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir den komplett aufreiben. Ne, geh in den Nahkampfmodus. Bringt mir mehr. Bitte mit denen schon mal hier chargen. Das sieht gut aus. Ich bin jetzt auch dagegen, dass ihr noch ein Autofeuer benutzt. Ja, bitte fortfahren. Okay, also ihr seht, das klappt eigentlich recht gut. Die Verluste hier, die gehen noch. Das ist okay. Ich hätte lieber hier höhere Verluste gehabt, weil die Einheiten will ich ja ganz gerne wieder auflösen. Aha, das ist schon mal schön. Ich kann leider nicht auf dreifache Geschwindigkeit gehen. Das ist ein kleines Problem hier. Warum mir das Spiel nicht erlaubt, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mal diesen Gefechtsrealitätsmodus aktiviert, glaube ich. Ach, du stehst noch ganz da hinten? Ne, da warte. Da nimm dir die Hopliten hier, die sind ätzend. Also alles, was nachher irgendwie auf einer Mauer rumgammeln kann, das hätte ich gerne jetzt weg. Ist da irgendwas hier abgehauen? Da hinten zwei, drei Klümpchen, aber nicht viel. Nö, ne? Sieht sonst eigentlich recht gut aus. Okay, habt ihr fein gemacht, Generäle. Fein Fleet. Ja, schauen wir mal die Kills. 157, 144, 115, 70, 110, 91 nur. Aber ihr seht... Da hier, schaut euch die Kills an, 153, 129, 104 für Phalanx-Einheiten, das ist pervers. 60, 61, super, kaum Kills gemacht, aber wir haben ihn immerhin rauslocken können. Hätten wir auch das Fernkampfduell gewonnen, würde ich mal spekulieren. Okay, ich glaube, dann haben wir tatsächlich jetzt alles erwischt, oder? Hast du noch hier, was ist das da? Worauf hackst du da rum? Ich kann leider nicht pausieren zum Nachgucken. Leinpanzerblieben, 9 Stück, das genügt, aber mit 9 überleben die das nicht. Okay. Fein. Gefecht beenden bitte. Jawohl. Och, wisst ihr was? Ich speichere mal die Wiederholung.
Ich gucke mir das nachher nochmal an. Aber ist so insgesamt gut gelaufen. Wichtig war, dass wir den General ausschalten. Der muss auf jeden Fall sterben. Das war extrem wichtig. Ich würde jetzt mal... Ich bin gespannt. Ich möchte gleich sehen. Hier hat er ein bisschen was behalten. Das ist aber egal. Hauptsache, der General ist schon mal krepiert. So, zeige ich mal hier. Wunderbar. Das ist doch alles hinüber, oder? Oh, die dumme Mistrate hat es überlebt. Das kann echt nicht wahr sein, oder? Also gut, wir können ihn nochmal angreifen, glaube ich. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist gar nicht so schlecht. Aber Leute, das muss ich euch dann halt im nächsten Part zeigen. Ne? Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Dann wünsche ich euch alles Gute und sage, macht's gut bis zum zweiten Part von Let's Start. Rome 2 Total War, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Pax Vobiscum Valete.